Hallo und willkommen hier aus Monaco, aus dem sehr verregneten Monaco zu unserer F1 23. My Team Karriere natürlich wieder mit Audi. Monte Carlo, eine Strecke, die ich nicht gut beherrsche. Deswegen habe ich auch die Schwierigkeiten ein bisschen runtergedreht. Wir werden heute nur auf 78 fahren. I'm sorry, ich bin echt nicht so viel hier. Und gerade im Regen, da dachte ich mir, besser ein bisschen schwächer als ein bisschen gut. Ich bin nicht der beste Fahrer hier. Ich mag die Strecke zwar, aber generell Monaco natürlich immer wieder ein Special. 3,3 Kilometer und 19 Kurven. Nur eine DRS-Zone, wenig Überholmöglichkeiten. Das Qualifying wird wichtiger sein als das komplette Rennen. Deswegen blicken wir hier gleich mal rein. Aber abonniert gerne mal kurz den Channel kostenlos. Lasst gerne Daumen hoch da. Falls euch meine Videos gefallen, würde mich echt extrem freuen. Und wenn gibt es das Kuselwort, das ihr dann in die Kommentare schreiben könnt, würde mich extrem freuen, falls es macht. Schaut doch gerne auf TikTok vorbei, da fehlen nicht mehr viele Leute, bis auf die 13.000, also bitte. 500, glaube ich, fehlen noch, also falls ihr noch nicht habt, macht euch dort gerne das Plus weg. Wir kommen hier ordentlich durch. Ja, ich bin mir natürlich jetzt auch hier im Klaren, dass wir nicht der Favorit sind für diese Strecke. Trotzdem muss ich sagen, der Mittelsektor läuft überdurchschnittlich gut auf dieser Strecke. Der erste war jetzt eher semi-gut, da sind wir aktuell auf dem 10., 9., ja, da sind wir ein bisschen besser rausgekommen. 8., 7. Platz, das ist gut. Der Exit ist verdammt wichtig, der war gut, das ist jetzt schon der 5. Platz. Da konnten wir auch ein bisschen aufholen und da geht es durch den Tunnel durch. Das ist echt ein Wahnsinn, wie unfassbar schnell wir hier sind. Zack, das ist meine Fahrweise von dieser Kurve. Wir halten auf dem 5. Platz. Jetzt geht es sogar runter auf den 4. Tabak, Full Speed durch und jetzt in die Schwimmbadschikane. Oh mein Gott, da kommt es zur Berührung mit der Mauer. Da konnten wir aber auch gut cutten. Und das ist der 5. Platz. Purple im 2. Sektor. Jetzt geht es in die letzte Kurve rein. Ganz, ganz nah vorbei. Und da springen wir tatsächlich auf den 3. Platz rauf. Das ist der 3. Platz. Oh my goodness. Und das ist sehr gut. Sehr, sehr, sehr gut. Wir dürfen die Cars erleben werden. Gehen wir die Startaufstellung der Fahrer für das aufregende Rennen von heute durch. Lewis Hamilton startet heute von der Pole. Und vom Platz daneben startet George Russell. Und in der restlichen Startaufstellung von heute haben wir der Wissenschaftler, Verstappen, Leclerc, Perez, Sainz, Fernando Alonso, Norris, Gasly, Ocon, Bottas, Hülkenberg, Tsunoda, Albon, Oscar Piastri, Joe, Magnussen, Stroll, Doohan, De Vries, Doohan. Jeden Moment werden die Startlichter ausgehen, also schalten wir runter zur Strecke für den Beginn dieses Grand Prix. Für den Grand Prix darf ich erneut. Wir starten also ja, in einer Reihe mit Max Verstappen. Das kann auch sehr spannend werden. Aber jetzt geht es ja mal los in das verregnete Monte Carlo. Runde Nummer 7 unserer F1 23. My Team Karriere. Wir kommen ja unnormal schwach weg. Ja, und ich muss mich natürlich mal eingrooven. Ich bin absolut dieses Handling nicht gewohnt. Regen gibt es eher selten. Mein Motor ist natürlich jetzt schon ein bisschen gelblich. Und da müssen wir auch ein bisschen drauf achten, denn das Getriebe wird natürlich unheimlich hier, gerade hier in Monaco, durchgerüttelt. Man hat hier viele Schaltgänge pro Runde und da müssen wir auch achten. Die Mercedes scheinen jetzt mal auf den ersten Blick nicht unfassbar schnell zu sein. Liegt aber vermutlich an diesen Gegebenheiten hier. Ich meine, ich pushe mich auch nicht ans Limit. Das wäre natürlich Selbstmord und unfassbar dumm, denn man muss sich natürlich mal rantasten. Und so ist es auch bei mir, ja, verschalten. Bin so konzentriert auf dieses Handling, generell auf diese Strecke. 76% hat der Motor, also der sollte es locker durchschaffen. Also wir kommen ja auch hier nicht hardcore rein. Ich würde auch gerne wissen, wie man den schont. Aber das geht ja gar nicht, denn man kann ja im Rennen, ja, ich drehe zwar im Training und so auf Mager, aber das bringt halt alles nichts. Ich fahre vielleicht, wenn es hochkommt, 10 Runden im Training, also das ist jetzt minimal. Was nicht minimal ist, ist dieser Reifen. Naja, kommen wir direkt, kommen nicht mal um die Kurven, das ist einfach krass hier. 27 Runden hier in Monte Carlo und das, wir dürfen nicht vergessen, bei regnerischen Bedingungen, wo eine Runde dann sowieso nicht nur, ich bin so unsicher hier und da ist direkt Max Verstappen dran. Ist natürlich gut für uns, dass man hier schwierig überholen kann. Deswegen ist, ich will jetzt nicht sagen, das Podium so gut wie fix, aber es sieht natürlich gut aus für uns. Denn auch wenn wir hier vielleicht ein bisschen aktuell noch hinterher hecheln, muss ich sagen, fühlt sich das Auto nicht so schlecht an. Also die Strecke ist unfassbar gut.
Ja, Russell auch hier sehr, sehr vorsichtig. Hamilton hatte natürlich ein bisschen mehr Erfahrung, der ist unfassbar schnell. Und ja, ich bin jetzt, ja, muss mich eingewöhnen. Es ist unheimlich schwierig hier, ja, generell eine Linie zu finden. Du musst auch aufpassen, so Framerate. Ja, manchmal ist, muss ich sagen, es laggt noch ein bisschen herum. Das gefällt mir auch gar nicht. Die Regentropfen nerven mich unnormal. Trotzdem müssen wir das Ganze, ja, mal weglassen. Wir müssen das ausblenden und mal gucken. Jetzt gucken wir uns auch mal die Startwiederholung an. Und da sehen wir auf jeden Fall, der Red Bull, der zweite, ist grottig weggekommen, wirklich. Der hat 2-3 Plätze auf einmal verloren. Wir konnten hier beim Start eigentlich, ja, diesmal nicht so hardcore überzeugen. Liegt aber vermutlich auch daran, dass die Konkurrenz einfach zu stark ist und der Regen sowieso schwierig ist. Wir sind Ende der zweiten Runde und das ist, ja, die schnellste Rennrunde für uns. Wir konnten uns, oh mein Gott, war das knapp. Das ist der Reifen, der hier die Mauer geküsst hat. Ich wollte schon sagen, wir könnten bald vielleicht in Richtung Russell gehen. Es ist halt auch echt, wir müssen halt die Konstanz wirklich beachten. Und die Reifen, denn wir werden vermutlich mit diesen Reifen bis an den Schluss durchfahren müssen, können, dürfen. Also es wird auch keine Reifenwechsel geben, was uns zusätzlich nach vorne spülen könnte. Also ja, denn ja, es wird jeder nur mit einem Satz Intos fahren und das ist nochmal schwieriger. Ach Leute, das wird unnormal hardcore, dieses Rennen. Dritte Runde und es fühlt sich jetzt schon an wie eine Ewigkeit. Du musst so konstant bleiben, so konzentriert bleiben, keine Fehler machen und das alles, ja, in einem Rennen oder in einer Kulisse, die sowieso unheimlich schwierig ist. Vierte Runde, gleiche Stelle. Jetzt sind wir näher an George Russell dran. Hamilton, ja, hat schon ein bisschen hier Gap zu Russell gut gemacht. Und hier bremsen wir unheimlich spät, gehen hier vom Gas runter, aber George Russell lässt zu. Wir können hier den zweiten Platz übernehmen, es war anscheinend doch noch on track. Ich weiß natürlich, es ist ein bisschen riskant gewesen, trotzdem. Es ist eine Hardcore-Strecke pur und man muss eigentlich jede Chance irgendwie nutzen, die sich ergibt, auch wenn man vielleicht jetzt nicht gerade, ja, auf dem legalsten Weg ist. Ich weiß nicht genau, mich wundert es echt, dass manchmal so eine Framerate-Fehler drin sind. Also da ist wirklich sehr, sehr laggy und wir können uns, wie erwartet, können wir uns nicht absetzen. Und da, ja, komme ich in den falschen Gang rein, da hackt dieses verdammte Getriebe schon ein bisschen und da schlüpft George Russell wieder durch. Unwichtig war mir das ehrlich gesagt nicht, dass er vorbeigekommen ist, denn, oder... Deswegen war es mir auch so egal, denn ich finde, dass mein Überholmanöver jetzt nicht gerade das Legalste war. Ich habe ihn jetzt nicht vorbeigelassen, es hat schon das Getriebe gehakt, aber ja, ich habe mich dazu auch nicht stark zur Wehr gesetzt. Jetzt gucken wir uns hier mal an, diese Replay, und da sehen wir dann auch den Überhol... Ja, Versuch. Ja, es war eigentlich der richtige Überhol, das Manöver gegen George Russell. Und ich bin sehr gespannt, weil das könnte natürlich jetzt Aufschluss geben, wer da jetzt dran schuld war. In den Tunnel rein. Ja, jetzt kommt die vierte Runde. Im Tunnel drin ist natürlich trocken. Das ist auch immer wieder ein bisschen Entspannung, weil der Tunnel ist für mich, ja, das Beste. Es ist auch sehr, sehr wenig Frames gibt es hier. Ja, da waren wir schon unnormal neben der Strecke. Also das, ja, fährste Überholmanöver wäre es nicht gewesen. Wir sind hier in der fünften Runde und wem überrascht, immer noch zwischen George Russell und Max Verstappen. Verstappen kann natürlich nicht angreifen. Wir können nicht angreifen. Und so hat sich da wirklich eine riesen Lücke ergeben und Hamilton zieht da vorne davon. Also der hat da schon über 3 Sekunden zu Russell und zu uns sogar schon 4,5. Also das ist wirklich unnormal, wie schnell der ist. Jetzt habe ich auch ein bisschen abreißen lassen zu Russell. Aber ja, es ist sowieso ein ewig langes Rennen. Also dann lassen wir einfach mal ein bisschen Zeit gut machen, kühlen mal die Reifen ein bisschen runter. Und ja, ich meine, ist natürlich klar, es ist sehr nass hier. Trotzdem. Ich hoffe natürlich, ich hatte oder habe so ein bisschen die Hoffnung, dass der Regen nachlässt, dass wir eventuell auf Intos gehen können. Die Hoffnung wird aber vermutlich nicht wahr sein, denn es wird einfach nicht schaffbar sein. Hier aus der letzten Kurve raus, aus dieser, ich finde, das ist die wichtigste Kurve auf der Strecke, denn man kann ja dann gut angreifen in Richtung, ja, der Hafenschikane. Und wenn du da wirklich nah dran bist,
kannst du echt gut angreifen. Ich weiß, ich bin nicht der beste Monaco-Fahrer, ich bin generell nicht der beste Fahrer, aber gerade in Monaco ist mein Skillwert noch ein bisschen weiter unten. Ich liebe Las Vegas, obwohl ich die Strecke noch nicht oft gefahren habe. Ich liebe auch vor allem Aserbaidschan, das ist meine absolute Lieblingsrennstrecke. Und ich mag auch sehr gerne Jeddah. Aber Monaco, ich werde mit Monaco einfach nicht warm. Das ist nämlich noch mehr Perfektion, noch weniger Auslaufzonen, noch enger. Und das ist halt einfach das, wo ich mich nicht so sehe. Also, I'm sorry. Ich bin nicht der größte Fan. Unser Motor leuchtet jetzt schon so orangelich gelb. Wir sind in der 9. Runde, die Reifen sind okay, 25-26%. Max Verstappen ist jetzt schon ordentlich nah dran. Wir haben schon 2 Sekunden Rückstand zu George Russell. Und ja, jetzt wird es langsam mühsam, denn die Reifen bauen ab. Die Konzentration lässt nach. 17 Runden sind es immer noch zu gehen. Und jetzt wird es dann halt spannend. Also, wer da dieses Konzentrationsspiel gewinnt, ich denke mal natürlich, dass die KI keine Fehler machen wird. Also darf ich mir da auch keine Fehler erlauben. Dennoch ist es wirklich unfassbar mühsam. Es wird mit jeder Runde anstrengender. Die Verschaltungen und so weiter nehmen zu. Und ja, es ist halt menschlich, dass man hier irgendwann die Konzentration verlässt. Es ist sogar den großartigen Ayrton Senna mal passiert. Also mit über eine Minute oder ich glaube, es war eine halbe Minute Vorsprung zu seinen Teamkollegen im gleichen Auto, der ihn wirklich gedemütigt hat. Also das kann man nicht anders sagen. Ist er dann, ja, vorm Tunnel in die Mauer gefahren und hat dann sein Rennen zerstört. Nur wegen eines Flüchtigkeitsfehlers, nur wegen eines Konzentrationsfehlers. Und das ist halt auch Monaco. Es gibt natürlich unzählige Geschichten, aber wir sind jetzt hier in unserem Rennen, im Jetzt und Gleich. Und ihr seht, dieses Rennen ist unfassbar boring. Also, wir kommen kaum an Russell dran. Es ist einfach so, als ob wir hier stehen würden. Immerhin konnten wir uns ein bisschen Luft gegen Verstappen verschaffen. Trotzdem ist es unnormal scheiße. Also es ist so anstrengend, aber ja, dann nehmen wir die erste Kurve aber richtig hardcore mal mit. Und jetzt sind wir immerhin mal im Sekundenfenster zu Russell, obwohl es eigentlich gar nichts bringt, denn es gibt ja kein DRS. Trotzdem. Jetzt aber Runde 12. Wir sind ganz, ganz nah an Russell dran und wir probieren es. In Turn 1, das war ganz knapp und wir sind vorbei an George Russell. Was für ein Overtake. Ja, ich hoffe natürlich, wir gucken uns das unbedingt natürlich nach in der Replay an, weil es vermutlich das einzige Überholmanöver in diesem Rennen bleiben wird, wenn wir natürlich jetzt nicht nochmal überholt werden von Russell. Ich denke mal aber auch, dann werden wir nichts mehr zu lachen haben, denn wenn Russell noch einmal vorbeikommt, dann wird er uns auch überholen. Da bin ich mir beinahe zu 99% sicher. Beim Rostbeschleunigen bin ich ein leichter Pendler. Trotzdem muss ich sagen, wir können immerhin die Pace gehen. Russell klebt nicht direkt wieder dran. Und ja. Für etwa 17 Runden sollte das Benzin noch reichen. Das war knapp mit der Mauer. Halleluja. Und so können wir uns da sogar leicht absetzen von Russell mit einer Sekunde Vorsprung. Wir waren schon mal so weit, ich weiß, aber ich darf halt einfach keinen Fehler mehr erlauben. Dieses Überholmanöver war auch fairer. Gucken wir uns das Ganze nochmal an. Hier war Max fast vorbei an uns. Da habe ich eine andere Linie genommen oder nehmen müssen. Sonst wäre das wirklich vorbei gewesen. Das ist krank, wie wir hier langsam unterwegs waren. Und dann hier Runde 5. Es ist halt wirklich unfassbar schwierig, gerade in Monaco und dann noch der Regen. 8. Runde dann. Jetzt haben wir also den Angriff, beziehungsweise, ja, so wie sich das Ganze aufgebaut hat. Im Windschatten saugen wir uns dran. Auch wenn er nur minimal ist, ist er trotzdem da. Und dann fliegen wir hier quasi über diesen Sausage Curb drüber. Fast an die Mauer rangefahren. Und ja, dann geht's auf Start und Ziel, wo wir ihn dann, ja, nicht überholt haben und in die 9. Runde weitergefahren sind. Bist du okay, da sind wir ordentlich an die Mauer geditscht. Ich muss auch dazu sagen, dass ich gerade in diesen Rennen keinen Schaden anhabe. Also, falls nicht wundern. Jetzt haben wir dieses Manöver gegen Russell nochmal hier in der Replay. Und ja, da räumen wir drüber.
können rechts ein bisschen vorbeigehen und quetschen uns da in Turn 1 vorbei. War hart, aber würde ich sagen noch fair. 2 Sekunden konnten wir hier, oder bis auf 2 Sekunden konnten wir hier an Lewis Hamilton dran fahren. Jetzt ist es auch um einiges trockener geworden. Die Frage, die ich mir stelle, schaffen wir es eventuell hier noch auf Slicks zu gehen? Die Hoffnung besteht natürlich und ich denke mal, dass es eher das nicht sein wird. Die Vorderreifen, die glühen förmlich. Also die haben da 10 Grad mehr als die Hinterreifen. Und ja, da müssen wir auch absolut drauf achten. Aber am meisten belastet wird auf jeden Fall der hintere linke Reifen. Das werden wir dann im späteren Verlauf des Rennens noch auf jeden Fall sehen, dass der Reifen ja sehr stark belastet wird. Jetzt aber mal zurück hier. Bis auf 1,6 Sekunden konnten wir an Hamilton dran fahren. Ich denke mal, dass seine Reifen ja früher Probleme bekommen als meine. Und das wird jetzt auch nochmal spannend. Schaffen wir das wirklich, um unseren nächsten ja, Podestplatz hier zu fahren? Ich freue mich sehr drüber. Und jetzt, zack, geht's drüber. Natürlich schaffen wir die schnellste Rennrunde nicht mehr, denn die Reifen sind viel zu abgelutscht. Das viel spannendere ist, wie weit können wir an Hamilton ranfahren? Wird es überhaupt was geben, dass wir da drankommen? Ich bin unheimlich ja, hyped, aber auch ein bisschen nervös, denn da kann immer was schief gehen. Und ja, dann bist du schnell 5., 6., 10. Es wird, ja, nicht, es kann alles passieren. Wir führen vor dem Auto hinter uns mit 3,5. Es kann wirklich leider alles passieren und da müssen wir auch drauf Acht geben. Ja, ich bin sehr hyped, denn wir sind fast im Sekundenfenster. Eine Sekunde, jetzt sogar unter einer Sekunde hier an Lewis Hamilton dran gefahren. Nur jetzt merke ich es auch bei meinen Reifen. Langsam aber sicher werden die, der DJ Moore, langsam aber sicher werden die unheilbar. Also es kann... Ja. Es kann sehr interessant noch werden. Jetzt Runde 24. Immer noch 1,2 Sekunden hinten. Doch meine Reifen, Halleluja. 72% hinten links. Und das, wow, guckt euch das an. Ich bin so am Limit. Also ich wollte das unbedingt oder will das immer noch. Doch für Slicks wird es nicht reichen. Das ist schon mal ganz klar und fix. Also Slick-Reifen sind absolut kein Thema. Und ja, jetzt heißt es natürlich... riskieren oder den zweiten Platz ins Ziel retten. Das wird alles sich entscheiden in den nächsten 1-2 Runden. 67% Getriebe, doch der Motor 85%. Ich habe wirklich alles aus diesem Auto rausgeholt und dass wir es bis zum 7. Rennen geschafft haben, ja, mit einem Motorkomponente, also mit einem von allem, finde ich wirklich toll. Wir werden in Spanien dann alles einmal mit Strafe austauschen, weil ich das ein bisschen cooler finde, als ob man dann wirklich am Ende alles dann für Strafen austauscht. Ich mag das auch gar nicht. Jetzt aus der letzten Kurve raus, aber ich merke auch schon, ich komme schlechter raus als Hamilton. Ich muss öfters lenken, kann nicht schnell genug aufs Gas gehen und das sind halt dann auch schon die ersten Anzeichen. 26. Runde und wir sind, ja, wir haben abreißen lassen müssen. Ich denke, ich nehme lieber den zweiten Platz mit, denn mein hinterer linker Reifen macht mir immer mehr Sorgen. 79%, schaffen wir das? Ohne einen Reifenplatzer, das ist meine größte Sorge. Ich hoffe, dass wir das ins Ziel schaffen. So viele Prozente, aber bei 26 Runden in Monte Carlo auf einem Satz geht das dann schon langsam ein. 80%, es wird immer mehr, aber jetzt geht's in die letzte Runde, auf die ich euch komplett mitnehmen werde. Also seid hyped. Schaffen wir das Auto hier so ins Ziel zu retten oder beziehungsweise die Reifen und los geht's. Ab in die letzte Runde. Was steckt im Auto noch drin? Ja, es macht mir auch schon langsam Sorgen, dass Russell nur noch 2,3 Sekunden hinten ist. Der ist schon über 2,5 Sekunden aufgeholt. Jetzt wird es wirklich langsam, aber sicher knapp. Und ich denke mal, wenn das Rennen noch 1-2 Runden länger ging, da hätten wir vermutlich keinen Reifen mehr. Hinten links, aber dann auch vermutlich keinen zweiten Platz mehr.
Der holt in Riesenschritten hier auf. Also jede Kurve, jeden Sektor knabbert der was ab von dieser Gap. Ich habe wirklich lange Zeit gut mithalten können mit Hamilton, doch irgendwann sind die Reifen dann einfach eingebrochen. Das liegt vermutlich auch an unserem Auto, das immer noch nicht ganz so gut abgegradet ist wie die anderen. Gerade bei Strapazierfähigkeit und vor allem bei dem Reifenverschleiß ist das wirklich enorm. Ich muss da teilweise andere Strategien fahren, um das Ganze mitzuretten. Jetzt ist mir ehrlich gesagt auch egal, wie ich hier durchkomme. Ich möchte nur noch durchkommen. 82%! Es wird so unfassbar knapp. Das Auto ist gefühlt eine Leiche, wenn ich mir den Motor und das Getriebe angucke. Zack, zack, durch den letzten Sektor. Schwimmbad-Schikane noch einmal mitnehmen. Und jetzt ab in die letzte Kurve. Schaffen wir das mit diesem Reifensatz? Es ist so knapp hier. Es ist so eng hier. Letzte Kurve durch. 15 auf einmal verloren. Das ist hardcore. Und 83%. Wir können es hier tatsächlich schaffen. Mit einem Reifensatz, der wirklich alles gegeben hat. Wir haben alles rausgeholt. Ich denke mal, eine maximal zwei Runden und das wären Geschichte gewesen. Der Reifen wäre safe geplatzt. So ist es aber. Wir kommen hier als unfassbarer zweiter Platz ins Ziel, nachdem wir... Hier will einfach jeder gewinnen und dieses Team hat es geschafft. Was für ein tolles Ergebnis hier in Monaco. Stefan Römer, ein überwältigender Sieg heute. Was haben Sie besser gemacht als die anderen? Der Fahrer stach eindeutig heraus mit reichlich Selbstvertrauen auf der Strecke. Ich denke, die Fähigkeit, selbst in hektischen Situationen im Rennen Ruhe zu bewahren, hat ihm ermöglicht, die Fehler der anderen Fahrer auszunutzen und mit Leichtigkeit die Spitze des Feldes zu erreichen. Nach einer ausgezeichneten Leistung bei diesem Grand Prix wird es bei Mercedes heute Abend sicher reichlich zu feiern geben und sie haben es sich auch verdient. Den Grundstand schon im Qualifying gelegt und ich muss sagen, diese 19 Punkte, die schmecken. Nach dem, ja, eher durchwachsenen letzten Rennen, könnt ihr euch gerne oben rechts angucken, schmecken diese Reifen. Ich kann euch aber auf jeden Fall darauf aufmerksam machen, morgen kommt Spanien und dann Kanada. Und Kanada ist vermutlich das verrückteste Rennen, das ich jemals fahren werde. Wir machen alles gut hier auf, ja, Lando Norris machen 4 Punkte gut. Und das ist auch die Rivalität, endlich mal ein bisschen weiter vorne, 8 fehlen uns da noch und 5 haben wir schon Vorsprung, das ist sehr gut. Jack Doohan haben wir jetzt auch überholt, da geht sogar die Leistung zurück, das ist gar nicht gut, dass wir da Jack, das ist gar nicht gut für Jack Doohan. Naja, immerhin konnten wir unser Ziel erreichen, 50.000 gibt es da nochmal extra als Prämie drauf. Doch für heute war es das mal, Leute. Ich freue mich extrem. Wir müssen noch alles austauschen. Und das werden wir jetzt auch natürlich machen. Und dann, ja, 4,5 Millionen. Ich weiß nicht genau, ob wir schon was ausgeben sollen, denn es wird auch bald die Sommer, also diese, ja, Transfer-Sache kommen. Und abgenutzte Komponenten, das müssen wir jetzt auch unbedingt in Angriff nehmen. Da gehen wir jetzt direkt rein, kaufen wir uns was, aber bei so einer Riesensumme, ja, da kaufen wir uns ein Chassis und auch in Personal, einen besseren Simulator, vielleicht wird Jack Doohan da noch ein bisschen besser. Schaut auch gerne auf Witz-Tobi auf TikTok vorbei, macht gerne das Plus-Pack und auch gerne, ja, folgt mir dort auch gerne, schaut gerne auf Instagram vorbei, Links mal alle unten in der Bio und falls euch meine Videos hier gefallen, würde ich mich gerne über ein kostenloses Abo und auch gerne über Daumen nach oben freuen. Bis morgen, zum nächsten Video oder später und ciao auf TikTok und bye bye.